Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute vlogge ich wieder. Ich habe mich geschminkt. Ja, was kann ich euch erzählen? Und zwar muss ich ein bisschen mit euch schimpfen. Schimpfen, genau. Weil... Hört ihr das? Puh, also ich will mich nicht beschweren, aber... Lärmbelästigung hier 100%. Gestern haben sie den ganzen Tag Rasen gemäht. Heute der Nachbar über mir macht Lärm, der macht aber immer Lärm. Also ja, also Kopfschmerzen ist bei mir die ganze Zeit. So, also bis jetzt hatte ich noch keine. Ich hoffe, sie kommen nicht. Aber bei Lärm habe ich immer Kopfschmerzen, habe ich eine Dauermigräne. So, mal anderes Thema. Ich wollte ja heute nicht meckern. Und zwar muss ich mit euch schimpfen. Und zwar geht es darum, weil jetzt viele unter meine Vlogs schreiben, ja, die Vlogs sind nicht aktuell. Nein, sind sie nicht. Aber ich habe euch gefragt, ob ihr sie trotzdem sehen möchtet. Und zwar bei Instagram. Habe ich eine Umfrage gemacht. Und dann solltet ihr mir noch zusätzlich schreiben, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und die Mehrheit war dafür, nur eine Person hat mir geschrieben, sie möchte die Vlogs nicht sehen. Nur eine einzige Person und die Mehrheit war dafür. Und jetzt steht unter jedem Video, die Vlogs sind nicht aktuell. Was soll ich da machen? Nein, sind sie nicht, aber ich habe euch vorgewarnt und ihr wolltet sie trotzdem sehen. Und jetzt muss ich mir ständig anhören, sie sind nicht aktuell. Passiert. Also ich meine, ist doch scheißegal, ob sie aktuell sind oder nicht. Das sind Vlogs, die kann man nebenbei beim Schminken laufen lassen, damit man Unterhaltung hat. So mache ich das auch manchmal. Oder beim Putzen. Oder keine Ahnung. Aber sie werden jetzt aktueller. Also nicht mehr lange, sie werden aktueller. Deswegen kommen sie auch jeden Tag, damit ich schnell wieder aktuell werde. Weil diesen Luxus von jeden Tag Vlogs ist bald wieder vorbei. Nur damit ihr Bescheid wisst, dann kommen nur, keine Ahnung, wann die Vlogs dann immer kommen werden. Die Uhrzeit habe ich ja auch geändert, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ab 18 Uhr, da habe ich eine Abstimmung auf YouTube gemacht. Die Mehrheit wollte 18 Uhr. Deswegen kommen sie jetzt auch um 18 Uhr. Genau, das zu diesem Thema. Dann wollte ich euch eine Serie empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Also Hashtag Werbung. So. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Und zwar ist die Serie Alles oder Nichts. Sie läuft montags bis freitags um 18.30 Uhr auf Sat.1. So. Bei mir funktioniert ja der Fernseher nicht. Ich gucke es im Internet. Und zwar habe ich das durch Zufall mitbekommen. Wirklich durch Zufall. Und zwar war mir langweilig. Ich wusste nicht, welche Serie ich gucken kann. Und da hieß es, wurde mir Werbung angezeigt, ich glaube auf Facebook, dass du fünf Folgen vorab sehen kannst, bevor die Serie online geht. So, dann habe ich sie mir angeguckt und dachte, ach komm, die erste Folge war so, also der Anfang war ein bisschen langweilig, aber dann, Leute, die Serie ist der Hammer, die Schauspieler sind geil. Die Geschichte ist geil. Ich weiß jetzt schon, wie die Geschichte enden wird. Also ich habe da eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Vermutung. Wenn ihr die Vermutung hören wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich weiß nicht, ob es wahr ist. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es so enden wird. Oder irgendwann passieren wird. Ja, dann habe ich die 5 Folgen geguckt. Und dann waren, glaube ich, 2 bis 3 Wochen, bis die Serie dann erst im Fernsehen angefangen hat, die 5 Folgen. Und bis es dann endlich mal weitergeht. Und dann habe ich gedacht, boah ey, dann habe ich die Serie schon wieder fast vergessen, aber ich habe sie trotzdem geguckt und ich wurde nicht enttäuscht. Sie ist mega, mega gut und der Lärm bringt mich immer so aus dem Konzept, weil ich kann mich bei Lärm nicht konzentrieren. Also ich kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn es Lärm ist. Und, was wollte ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Und genau, ihr könnt euch die Serie, also ich gucke sie immer auf Sat.1, also könnt, also gibt bei Google Alles oder Nichts ein, da kommt ihr auf die Sat.1-Seite, dort könnt ihr euch die ganze Folge anschauen. Wirklich, Leute, ohne Werbung, ich hatte vielleicht, jetzt sind wir, glaube ich, bei 25 Folgen, ich hatte in 2 Folgen Werbung, aber das war eine Werbeeinblendung, bevor die Serie angefangen hat. Sonst keine Werbung, Leute, keine Werbung bei GZSZ. Wenn ihr das online guckt, ich will gar nicht sagen, wie viele Werbeeinblendungen da kommen. Da gibt es keine Werbeeinblendung. Ihr könnt das aber auch auf YouTube gucken. Dann gibt es auch eine bestimmte Uhrzeit. Ich glaube, 11, 12, 13 Uhr wird dann, also von, wird dann die vom vorherigen Tag die Folge ausgeschaut. Aber da weiß ich nicht, wie es mit Werbung ist. Ich gucke das nicht auf YouTube, aber da könnt ihr das auch gucken. So, ich gucke das halt über Sat.1, weil, wie gesagt, keine Werbung. So, sehr verehrte Damen und Herren, dann wollte ich euch noch zeigen,
Hier, meine Schwester kommt heute, um mir meinen Adventskalender zu befüllen. Genau. Ich glaube, ich kriege die Krise. Hier hört man das gerne mal auch noch. Ja. Dann habe ich mir den Adventskalender von Sillys Welt bestellt. Genau diesen hier. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich wollte eigentlich mit meiner Schwester ein Auspackvideo drehen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, weil ihre Zeit ist heute sehr begrenzt. Wenn wir es schaffen, drehen wir noch ein Unboxing-Video dazu. Wenn nicht, dann wird es keins geben. Aber ich finde den richtig schön in Pink gehalten. Ja, das wollte ich noch sagen. Und was noch? Ich weiß es gerade nicht. Wollte ich noch was sagen? Boah, dieses Gehämmer. Ich mache gleich wieder lautstark Musik an, damit ich mir das Gehämmer nicht anhören muss. Ist ja echt eine Zumutung hier. Was soll ich euch noch sagen? Genau, zu dem Adventskalender. Der Sally Adventskalender ist ausverkauft. Aber es gibt noch, ich weiß nicht, ob der Kalender noch da ist, wenn das Video online geht, diesen Classic Adventskalender. So, ich habe ihn jetzt aber günstiger bekommen, weil, ich habe nochmal geguckt, weil das habe ich per E-Mail bekommen. Ich denke, weil ich die ganzen Boxen abonniert habe, da habt ihr immer so Special, kriege ich immer die Sachen etwas günstiger. Aber ich habe ihn auch günstiger bekommen, weil ich hatte, also ich habe mir ja den Sallys Kalender bestellt. Ich hatte noch den Classic Kalender für meine Tante bestellt, weil sie den haben wollte. Sie wollte sich da nicht anmelden, da habe ich ihr den über meinen Account bestellt. So, und jetzt habe ich in der E-Mail gelesen, der zweite Kalender kriegst du günstiger. Also weil es mein zweiter Kalender ist, kriege ich den günstiger. Also das heißt, nee, das ist jetzt, ich habe jetzt meinen dritten Kalender bestellt. So, das wollte ich sagen. Und der dritte Kalender, das ist der Classic-Kalender, den kriegt meine Schwester. So, ja. Ich hoffe, sie freut sich. Das wird wieder eine Überraschung für sie sein. Ja, deswegen habe ich ihr den jetzt bestellt. Also, wenn ihr jetzt den zweiten Adventskalender habt von Brand News, vielleicht habt ihr die E-Mail auch bekommen. Wenn nicht, dann könnt ihr mir gerne schreiben, dann schicke ich euch den Link. Aber wie gesagt, es geht erst, wenn ihr nur einen Kalender bereits habt, glaube ich. Ja, so stand es auf jeden Fall in der E-Mail. Also wenn wir gleich dieses Video drin, dieses Unboxing-Video vom Kalender, dann sage ich meiner Schwester oder auch, ich weiß nicht, ob wir vloggen, dass der Kalender ausverkauft ist. Ja, also falls ich sage, der ist ausverkauft, der ist nicht mehr da, sie kriegt ihn nicht mehr, dann ist das eine Lüge. Ihr wisst Bescheid, sie nicht. Es ist halt, wie gesagt, eine Überraschung. Nur damit ihr da Bescheid wisst. So, jetzt habe ich hier die Wäscheständer stehen. Ich weiß gar nicht, wo ich die im letzten Jahr hatte. Ich glaube, ich hatte immer Wäsche hängen. So, dann habe ich mir noch, kann ich euch das zeigen? Hier. Genau, ich habe mich hier was bestellt, und zwar Black Friday. Da hatten die 20% bei Ulla Popcorn-Studio Untold. Und da habe ich was bestellt. Ich habe es gestern anprobiert, aber es war dunkel. Die Hälfte der Sachen hat mir nicht gepasst, beziehungsweise nicht gefallen. Aber ich muss sagen, ich habe auch etwas zugenommen. Aber trotzdem fallen die Kleider eigentlich etwas größer aus. Ja, Kalschetjams kann man nichts machen. Ich werde das nochmal die Tage anprobieren. Vielleicht kann ich euch das zeigen, wenn ihr wollt. Ja, weil die haben echt mega geile Klamotten und die sind sauteuer, muss ich sagen. Aber 20% ist das noch etwas erschwinglich. Nein, ich stehe immer so, du stehst im Hintergrund. So, du darfst nach vorne. Ach so. Hello, guten Tag. Ich bin jetzt auch angekommen. Ich befülle jetzt Ihren Adventskalender. Das war's. Punkt. Du redest nicht. Ich soll reden. Ja. Fertig. Leute, nein, ich wollte noch was sagen kommen. Kurz. Du hast 30 Sekunden. Und zwar wollten wir ja ein Video gleich drehen. Ne? Und ich habe dir ja nicht gesagt, welches, ne? Ja. Ich verrate dir das jetzt vor der Kamera, okay? Okay. Und zwar nur, wenn du Bock hast. Wenn du keinen Bock hast, dann machen wir es nicht. Das ist eine Box auspacken, das ja. Was anderes weiß ich noch nicht. Ja, wir packen etwas aus. Willst du wissen, was? Was? Den Adventskalender. Welchen, den? Ja. Aber das bringt Unglück. Warum? Wenn man die erst am 1. und 2. Das mache ich nicht. Ich will kein Pech haben. Ja, aber das ist doch meiner, nicht deiner. Ja, aber trotzdem bringt das Unglück. Ja, aber ich dachte, wir packen ihn zusammen aus und gucken, was da so drin ist. Und dazu drehen wir so ein Unboxing. Aber du sollst dich ja darüber freuen und du kannst den anderen ja nicht die Freude wegnehmen. Nein, aber die anderen... Ach, nein. Machen wir doch nicht. Das ist... Ich finde, das ist keine gute Idee. Was sagt ihr dazu? Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Dieses Jahr machen wir immer was anderes. Das bringt Unglück und ich möchte kein Pech haben. Das ist meine Schwester. Da war sie noch jung und knackig und frisch. Und jetzt nicht mehr? Nein, jetzt bist du alt. Boah! Machen wir so ein Roomtouring. Sie hat heute die Küche mal aufgeräumt. Also aufgeräumt sah sie noch nie aus.
Ich habe hier mein Unwesen getrieben und habe den Kalender befüllt. Und diese Tür hakt, ne? Ach, das ist ihr Kalender. Fängt bei 1 an. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was drin ist. Für sie guckt sich das Video ja vorher an. Aber bei manchen Sachen guckt halt was raus. Ich keine Lust hatte, das Sonder zu verpacken. Es war alles sehr schwer, deswegen fällt das so kreuz und quer. Zum Beispiel, hier sieht so aus, dass da nichts drin ist. Da ist dann ein kleiner Zettel drin und der führt sie dann zu den Geschenken. Die sind Sonder eingepackt, weil die viel zu groß waren. Kann das ist eine Nummer 9. Quatsch doch nicht dazwischen, bitte. Weißt du, mich meckert sie immer an, wenn ich dazwischen quatsche. Aber selber stresst sie mich, hetzt sie mich. Du hast eine Stunde gebraucht, du bist zu spät. Bla, bla, bla. Wie immer. So, 1:30, das reicht. Tschüss. Kann ich kommen? Lass die Kamera an. Ach so, ja, komm. Okay. Kannst du mich... Ja, nicht so nah. Nicht so nah. Nee, du bist doch hier hingekommen. Du kannst ja außen rumlaufen. So, lass die Tür doch zu. Ja, mach ich. Du sollst doch nicht da hingucken. Darf ich da jetzt nicht hingucken? Nee. Ach, ich will doch eher. Ja, aber lass die Tür doch... Also das darf ich gar nicht gucken, oder? Nein, warum denn? Bist du neugierig? Nee, aber ich sehe das doch eben am 1. Ja, ist ja nicht schlimm. Am 1. Ja. Okay, dann komm ich schnell das Geschenkpapier. Das kannst du gleich hier lassen. Nee, das brauche ich noch. Ja, gut. Okay, dann wollte ich dir jetzt das Oberteil zeigen. Okay, wenn ich nicht gucken darf. Ja. Okay, dann komm. Achso, du wolltest... Deswegen bist du gekommen, um zu gucken. Ja, ich dachte... Ist egal. Nein, du darfst nicht gucken. Ich zeig dir jetzt das Oberteil, ob du das jetzt haben willst oder nicht. Ach, hallo. Oh Gott. Ich will nicht gucken. Chaos pur im Schrank. Cameron hat zu viele Klamotten. Nein, und was hast du da eigentlich an? Das ist ein Overall, ein Hausanzug. Das ist ja auch ein Anziehen, dann sind wir im Partner. Nee, danke. Ich finde ihn nicht so sexy. Da ist bequem, der soll nicht sexy sein, der soll bequem sein. Das hier. Ja, die sieht schön aus. 38 hatte ich nicht an. Passt leider nicht. Wird nicht passen. Passt es mir, ja. Ja, deswegen. Magst du anprobieren? Ja. Okay. Aber wahrscheinlich eine Ärmchen. Meinst du? Ist das so stretchy, ne? Weiß ich nicht. Ich gehe mal auf diese Seite, dann machst du den Pulli an, ne? Ja, ist ja egal. Der ist ja, sag mal, der ist doch dünn. Und? Eng an den Arm? Ja, wegen dem Pulli, aber ansonsten geht's. Zeig mal. Sieht schön aus. Ich habe das nämlich auch von ihr bekommen, aber das ist ein bisschen größer, ne? Älter. Ich weiß nicht, ob es größer ist. Ich glaube ja, aber das... Und das habe ich mir halt bestellt, aber das Ganze ist nur in einer Größe, weil ich sowas haben wollte. Also 30? Ja, beim Sale. Ja, nehme ich. Sehr Wie viel kriegst du? Ein Kuss mit Zunge. Scherz. Nein, das schneiden wir. Tschüss, ich das schneiden wir. Das war ein Scherz. Warte, das wollte ich dir zeigen. Genau, okay, dann bis gleich. Also, ich habe euch erzählt, ich habe ja was bei Studio Untold bestellt. Also das üben wir nochmal. Und ich habe mir gedacht, ich probiere die Sachen an. Manche Sachen sehen katastrophal aus, passen auch nicht. Und Leslie filmt ab und kommentiert, wie sie die Outfits so findet. Gnadenlos und ehrlich darfst du sein. Okay? Aber du diskutierst da nicht mit mir, warum ich das scheiße finde. Ja, doch. Nee, du, ich soll ja gnadenlos und ehrlich sein. Ja, kannst du ja, aber ich kann ja auch meine Meinung dazu sagen. Ja. Oder nicht. Also okay. Du kannst deine, ich sag meine. Okay. Und ja, dann... Los geht's. Bis gleich. Good morning in the morning. Nein, Spaß beiseite, wir haben keinen Morgen mehr. Meine Schwester zieht gerade die Hose. Die lacht schon. Ja, ich lache schon. Ach Gottchen, meine Hand ist im Bild. Ah, ich bin nicht so geübt mit diesen Kameras. Die Socken gehören aber nicht zu dem Outfit, oder? Nein, ich muss aufpassen. Ich bin geschminkt. Wer hat dich denn dazu verdonnert, solche Sachen zu bestellen? Ey, das sah so gut aus im Internet. Und das schickst du aber bitte zurück, oder? Ja, das diskutieren wir ja jetzt. Also du kannst es schon mal zeigen, das erste Outfit. Das kommt gleich mit der Jacke. Das ist das Outfit Nummer 1. Ah,
Das Oberteil ist viel zu groß. Zu dadurch, groß? Ja, dadurch, dass es hier aufbauscht, setzt es nur noch mehr auf, finde ich. Das ist aber eine Linie für kurvige Frauen. Aber ich finde trotzdem, das setzt auf. Das ist natürlich breiter, als du bist. Und die Hose? Und die Hose finde ich total, ja, 70er, 80er-Style. Also ich muss sagen, im Internet sah die viel schöner aus. Ja, und die sieht verwaschen aus und sie passt nicht, weil du die Hose nicht zukriegst. Das ist aber meine Größe. Also ich würde beides zurückschicken. Ja, jetzt kommt die Jacke noch dazu. Da gibt es noch eine Jacke zu. Also ich muss sagen, das Outfit gefällt mir auf den Bildern viel, viel schöner als in Natura. Den Bildern besser, meinst du? Ja, hab ich doch gesagt. So, weil so, ich kann dir das Bild zeigen, das sieht echt im Internet schöner aus. Okay, was sagt ihr? Was sagst du? Warum? Schrecklich, oder? Ja, das Oberteil ist schrecklich, die Hose auch. Die Jacke finde ich schön, ehrlich gesagt. Ja, ne. Die ist mir so, ich weiß nicht. Die ist halt so 90er, ne? Das finde ich cool. Aber ne, mir gefällt, also das Outfit gefällt mir ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich finde nur das Jöckchen schön. Ja. Gut, weiter geht's? Weiter geht's, ja. Ich strehe wieder zu mir. Ich packe die Sachen direkt ein, ne? Tada! Ja, sie packt es direkt ein. Oh Gott. Shirt und hier ist dann die Jacke. Boah, ist das hell groß, ne? Ja, ich bin schon... Warum schämst du dich denn? Du zeigst dich doch auch im Bikini. Das ist was anderes. Okay, darf ich auch Stopp machen, oder? Ja, ja, klar. Okay. Das Grauen geht weiter. Reaktion, ne? Ja. Sie sieht aus wie ein Hippie. Boah, ey. Okay, du kannst, warte. So, das... Wir machen eine Umfrage. Welches Outfit ist schrecklich? Nummer 1, 2 oder 3? Ihr könnt abstimmen. Ich mache oben rechts oder links die Abstimmung. Oben rechts, bitte. Haltet euch die Augen zu, fangt nicht an zu schreien. Es ist nicht so schwer. Oh, doch. Und was sagt ihr? Was sagst du? Da will ich mich nicht aus dem Haus trauen. Ernsthaft? Ich finde, der Rock setzt nur noch mehr auf. Findest du? Das T-Shirt ist okay, ist halt ein T-Shirt, ne? Also, ich finde es schrecklich. Ja, den Rock, ja. Also, ihr könnt gerne eure Meinung da lassen. Ich kann euch sagen, wie ich es finde. Also, den Rock finde ich ehrlich gesagt schön. Den würde ich eigentlich behalten. Aber ich würde ihn mit einem schwarzen T-Shirt kombinieren. Also nicht mit diesem. Und das T-Shirt finde ich auch schön. Das würde ich allerdings zu einer hellen Jeanshose kombinieren. Ja. Ich würde es anders kombinieren, aber ich finde das an sich, finde ich das schön. So für den Sommer so ein langer Rock. Wo willst du denn das tragen? Hier, keine Ahnung. In die Stadt, wenn wir in die Stadt gehen? Nicht mit mir. Boah, übertreib mal nicht. Dein Stil ist... Naja, mein Stil hast du mir mit 16 immer nachgekauft, ne? Es geht nicht um deinen 16-jährigen Stil, sondern um deinen jetzigen. Ich bin halt normal und schick. Okay, weiter geht's, also das gefällt dir auch nicht. Ja. Vorsicht. Das T-Shirt, ja. Der Rock gar nicht. Nein. Warum? Weil der aufsetzt. Ja, und hippie-mäßig ist mir zu bunt. Ich finde das schön. Okay, das war dieses Outfit. Wir machen weiter. Ich fange an, von unten die Socken gestreift. Schrecklich! Gehen wir hoch. Über einen Leo-Rock. Der Leo-Rock ist total oldschool und ich finde, das sieht billig. Leo ist in, nur so zur Info. Leo ist in, okay. Gehen wir hoch. Die Jeansjacke finde ich ganz cool. Aber die ist zu klein. Nee. Doch, wenn du so mal. Nummer größer wäre nicht schlecht. Soll ich mich umdrehen? Ja, dreh ich mal. So. Was steht da? We can change the world, girls. Ja, die Jacke finde ich gut. Aber die ist zu klein, deswegen. Lass mich die mal anprobieren. Ja. Okay, kannst du. Aber sonst darf ich jetzt meine Meinung dazu sagen? Nein.
Also die Socken müsst ihr euch wegdenken. Den Rock, dazu würde ich nicht dieses Oberteil anziehen. Dazu würde ich entweder weiß, ein ganz schlichtes weißes Top oder ein schwarzes Top. Zum Weißen würde ich diese Jeansjacke anziehen und zum Schwarzen würde ich was anderes anziehen. Du hast mich aber gefragt, wie dieses Outfit aussieht. Ja, du musst es dir ein bisschen... Wir ich finde den Rock trotzdem nicht schön. Auch nicht? Nein. Aber ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Also, und die Jacke finde ich auch ganz cool, aber... Ja, die Jacke finde ich cool. Die kannst du dann gleich anprobieren. So, jetzt haben wir noch zwei Oberteile. Also ich muss die Jeanshose wieder anziehen. Kannst du nicht deine Jeanshose anziehen? Ja, kann ich auch. Dann musst du gleich nicht zweimal umziehen. Ja, mache ich. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay. Ah, ich stehe mal auf. Das ist jetzt das andere Oberteil. Was sagst du? Ist okay. Das ist okay? Ja. Also ich finde das schrecklich. Das ist... Die Löcher, die sehen... Streifen setzen halt... Ja. Nee, ich finde das nicht. Ich finde das auch mit hier, mit dem finde ich das nicht gut. Die Löcher, die sehen so nicht gekonnt aus. Seht ihr aus, wie Geschmäcker auseinandergehen. Ja, also das finde ich... Man kann es ja gleich mal anprobieren. Okay. Nee, danke. Nee, das finde ich nicht gut. Okay, wir haben noch einen Pullover. Den ziehe ich jetzt an. Perfekt. Hallo. Es geht weiter. Nennt man das Fashion Hall. Ja, und wir kommen... Moment, noch nicht. Zu meinem persönlichen Highlight. Ja, das gefällt mir auch. Das ist echt schön. Tada. Und das ist mein Highlight und den würde ich auf jeden Fall halten, egal was du sagst. Nee, den finde ich schön. Finde ich echt. Ich finde das richtig geil mit hier. Der war im Sale und ich glaube, das war sogar der letzte Pullover. Ich finde das richtig geil damit. Und die Farbe ist schön weiß. Und der sieht klasse aus, findest du auch? Sieht schön aus, ja. Den finde ich gut. Ja. Das gefällt mir auch am besten. Aber der Rock. Geht. Boah, ja gut. Dann willst du noch die Jacke anprobieren? Ja. Okay, dann... Ach, willst du es auch? Ja. Okay. Ich darf? Ja, auch so. Ach. Leslie probiert die Jacke an. Was ist denn für eine Größe? 46. Ups. Hast du den Preis, der hier steht, bezahlt? Das ist noch nicht bezahlt. Aber ist die so teuer? Ja. Ach du Scheiße. Minus 20%. Und? Groß? Ja. Da gibt es auch noch kleiner. Oh, aber hinten den Spruch finde ich cool. Dreh dich mal zu uns um. Geh mal ein bisschen nach da. Ja, ist die echt so groß? Ja. Und wenn ich die zumache, ne? Ich weiß, man trägt sie offen, aber dann hätte ich hier noch voll Luft. So. Ja, dreh dich um. Also finde ich die cool. Ja, die ist auch cool. Okay. Nehme ich auf deine Kosten. Ja, sehr. Wir machen jetzt erstmal die Abschlussszene, ja? Also, Leute, das war's. Heute war der Tag ein bisschen langweilig mit uns. Ja, tut mir leid, aber einen schönen Tag euch noch. Macht's entspannt. Kommentieren, abonnieren, damit Daumen die klingelt. Damit die Kasse klingelt. Genau, so. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Tschüss. Ich muss um halb los. Video teilen und Glocke aktivieren. So, und jetzt gehen unsere Grüße raus. Moment, oh Scheiße. Von mir gehen die Grüße an Petra. Liebe Grüße. Marleen, liebe Grüße. Christina und Gordon. Genau, mein Handy ist noch nicht so weit. Also, liebe Grüße von uns an euch. So, und wenn ihr gegrüßt werden möchtet, Kanal abonnieren, kommentieren mit dem Hashtag Wuff. Dann kommentieren wir. Nein, dann grüßen wir euch am nächsten Video. Guckt ihr den letzten Vlog an, dann weißt du. Ja, ich hab's gesehen, du hast es am Ende geschrieben, aber ich fand es irgendwie blöd. Das war doch deine Idee mit dem Wuff. Aber nicht mit Hashtag Wuff. Ja, dann sag ich jetzt Hashtag Wuff, dann grüßen wir euch. Okay. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.